Hallo Leute. Hallo. So, wir kommen gerade von der Eisdiele. Ne, da ist ein Eisladen, übrigens Eisladen, F. Groden. Heißt der nochmal? Marco heißt der, ne? Der hat auch diesen Laden hier, den finde ich mal nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Waffeln gegessen. Ey, du bist ja ein Waffelkind. Kommst ja auch zur Waffel, oder nicht? Nee, und der Händen, da ist wirklich ist ganz gut. Naja, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wir haben den Derby dabei, ein bisschen Bewegungsfahrt machen, geiles Wetter, 15 Grad. Ist für den Februar schon sehr sexy, ne? Ja. Aber kannst du sagen, was du willst. Und wir haben überlegt, jetzt fahren wir nach Norddeich. Dann kann er ein bisschen Strecke kriegen, der Wagen. Und wir fahren zum Automobil- und Spielzeitmuseum. Über die ganzen Kurörter und Urlaubsörter an der Nordsee lang, kriegt ein paar schöne Aufnahmen. Weil wir haben genau vor einem Jahr, ja, so genau aber auch nicht, mit dem Pontiac ein ähnliches Video gemacht. Und dann machen wir diesmal wieder, das ist Tradition. Ja. Stimmt. Was hat dieses hier? Gefroren. Da war alles Wo eingefroren. Jetzt hin? Wenn ich dran denke, haut man da Kommentare dafür, was ich meine. Das ist der Plan. Wir nehmen euch mit. Das Museum ist ganz besonderes, weil das ist wirklich ganz geil, weil das kein normales Museum ist. Wir haben zum Beispiel einen Torbogen aus mir wohlbekannten Autos, die schon so teuer geworden sind, weil du da schon wieder das runterflexen kannst. Ne? Ja. Gut, wisst ihr Bescheid. Abfahrt, bis gleich. Eine Pilgerstätte. Ohne Scheiß. Pass mal auf. Hier draußen sind schon ein paar Raritäten am Stehen, weil die haben ja angefangen, den ganzen Kram zu sammeln, wo das nichts wert war. Anna, das ist 50% eines Käfers. Guck mal hier. Die haben sie nach hinten geschoben mittlerweile. Eine Schade. Alter Schwede. Das ist mal ein Zeichen, wie ein Käfer rosten kann, ey. Da haben Versitze drin. Aber noch gute Teile dran. Kannst sagen, was du willst. Ist auch Mexikaner, oder? Ist das Fass, ne? Oh, kaputt. Guck mal hier. Hallo, Fass. Hallo, bin ein Fass. Hörst du das? Schalt. Aber mal eben so, hier können wir mal eben gucken, wie kann ein Käfer gammeln? Ist aber kein. Ist ein Mexiko-Käfer. Der hat nämlich die Blinker hier vorne drin. Aber krass. Sollen wir den Rahmenkopf mal eben angucken, wie der eigentlich aussieht, weil ich noch weiß, wie der von meinem Käfer aussah. Alter Schwede. Ah, der ist nämlich tot. Dann gehen wir rein. Gleich. Also der ist wirklich platt, ey Jungs. Das muss man. Ob der noch TÜV kriegt, auch mal eben so, ne? Der ist ja interessant. Die Tankklappe denn noch auf? Also tanken kannst du ihn noch. Gesehen? So, jetzt gehen wir mal Porsches gucken, wa? Das mit der Torbogen war damals auch gemacht worden. Da waren 924, nicht mal 500 Euro wert. Mittlerweile sind die teurer geworden. Alles neue 24er Porsche. Voll versinkte Autos. Die sind schon seit locker 20 Jahren hier so am Stehen. Oder 15 Jahre mindestens. Und die sind nicht so richtig durch, nur so ein bisschen.
wird eben so erwähnt. Verschiedene Varianten, das ist normal 924 2 Liter. Dann haben wir hier oben entweder 924 S oder 924 Turbo. Müsste aber auch ein S sein. Wegen der Fünflauffelgen siehst du das. Bobby-Felgen drauf, da hinten. Aber alle, ne? Vom Blech her kriegst du nicht tot, ne? Da kommst du ewig doch nicht ran. Oh, guck mal, was ist das denn für einer hier? Das ist ja auch ein S oder ein Turbo. Oder das hat er allerdings eine, nee, der hat einen Scheibenbremsen. Oh, guck mal, eine Lampe. Das ist nicht von dem Porsche, das ist vom Fahrrad abgefallen. Ja klar. Nimm mal eben so. Der Torbogen, der ist schon einmal hier, der kann sagen, was er will. Wie gesagt, aber zu anderen Zeiten entstanden, ne? Wo der ganze Kram wirklich nichts wert war. Nein, das ist doch eine Schnauze! Da genießt du die Action? Nicht einschlafen. Den Liebestest. Hier. Ich bin ein Liebestroll. Das ist recht schwer. Die Nachtschwärmer. Trotz. Komm, das machen wir jetzt. Gott, das ist der Hauer. Mach ich das schon? Scheiße. Guck mal, Schnurri, ist das eine Möglichkeit? Ich bin von der Tina Hansel auf Flo. Was man aus so einer Scheune machen kann. Ne? Guck mal, das ist eine ganz normale, stinknormale Scheune hier. Hat so richtig das Museum rausgebaut, komplett. Mit allen möglichen Autos. Ne, jetzt wirklich, allen Zick und Zack hast du hier. Guck mal, was hier. Hier ein Daimler, ein Jaguar XJ12. Das war noch ein Auto, was ich gerne hätte. Aber leider sind sie teuer geworden mittlerweile. Früher kosten die nichts. Jetzt mittlerweile sind die auch abgehoben vom Preis her. Das wäre noch ein Schlitten. Ja, nicht wundern, ich hab's früher aus Daimler. Krass hier, oder nicht? Also ich pilger hier mal einmal im Jahr her, um hier zu gucken, weil das ist echt ganz schön krass, was die hier für Dinger stehen haben. 4, 500, 7,5. Läuft. Definitiv. Gott, ist ja klein, da passt ja gar nicht rein. Ja, Trabi ist größer. Boah, weiß ja, ne? Ist ja immer so. Die hier, die Italiener sind immer ein bisschen kleiner, ne? Guck mal, ein Bitter, CD, auch ein ganz seltenes Auto, siehst du, höchstens ein Boghorn. Hat er drin, 18er, 230 PS hat der, 5,4 Liter. Auch ein Apparat, ich kann nicht so laut schnacken, nicht wundern. Das sieht fast so aus wie ich, wenn ich auf Klo war und traurig bin, dass ich alles losgeworden bin. Geil, 124er Cabriolet. Aber auch ganz viele Autos hier sind, die sind auch zugelassen, die werden auch gefahren. Ne? Guck mal, der ist zugelassen. Der da vorne hat immer Haltungsspannung dran, der wird auch gefahren, mit roten Kennzeichen oder was. Also das ist alles irgendwie hier Privatsammlung von jemandem und der hier stellt das halt so nebenbei so ein bisschen aus hier, was er so alles so hat. Vor allem hat er auch Geschmack, ne? Ich meine, das Auto kennen wir ja irgendwo her. Auch ganz geil. Ist aber nur ein V6. Und das ist kein iWalk Z, leider. 3,8 Liter V6 drin, dafür hat er aber Sidepipes. Fette Felgen drauf. T-Tops, gleiche Lenker drin wie meine und ist handgeschaltet. Gar nicht mal so schlecht. Ich finde, das ist ein geiles Auto. Auch wenn von davon nicht reinpasst in die Sammlung irgendwie, wenn man so guckt. Ne? Hier ist alles so eine Nobelkiste und mittendrin so ein Camaro. Aber nur mal so, ne? Sehr geiles Auto. Das ist auch der Grund, warum ich meinen wieder blau mache. Weil irgendwie sieht der Blau geil aus bei dem Auto. Und hier ist übrigens Schorsch, der Originale. Oder einer von den originalen Schorsch-Modellen.
Bitte hier, Sachsenring, Trabant, Schorsch. Gehhilfe. Originalvater aus dem Film Go Trabi Go. Wisst ihr Bescheid? Gucken wir mal, ich will mal Schorsch marschieren. Aber auch geil, verschiedene Sitze drin. Das ist schon wieder so, das kenne ich ja so ein bisschen. So, das ist ja wieder mein Metier, ne? Gurken. Dachträger drauf gebaut, aber auch ein geiles Ding. 40 Jahre DDR, Sonderausstellung. Die ist hier vorne und damit geht es jetzt weiter. In der Schwalbe. Aufsteuerungstechnisch alles dabei irgendwie. Ist auch ein Spielzeitmuseum. Das ist ein Automobil- und Spielzeitmuseum. Hier, die kennen wir auch. Das Modell habe ich auch. Guck mal, Wartburg. Alle möglichen Medaillen von der hier Polizei, auch von der NVA. Das ist schon eine ganz geile Sammlung hier. Die haben alles Mögliche hier. Guck mal, what? Hat die auch Bock drauf. Auch schon das Auto. Hier gibt das alles. Wie gesagt, Erich ist auch da. Das ist immer so eine Pendlerei wert. Einmal im Jahr fahre ich hierher, weil es immer was Neues hier. Hier, Ruler. DDR-Ruler. Da gibt es die ganzen, werden Lichtmaschinen hergestellt. Und hier Scheinwerfer und sowas vom Trabant. Eigentlich eher Scheinwerfer, wenn Lichtmaschinen. Hat doch was, oder? Vor allem, guck mal hier, wir haben wir gemeinsam. Er mit seiner Gürtelschnalle und ich mit meiner Gürtelschnalle. Naja, und wenn ihr denkt, wir sind ja fertig, da kommt noch eine ganz andere Sammlung, die ist auch noch ganz geil. Da kommen wir gleich zu. Haben wir denn hier, Hanna, was ist denn das für ein Auto? Ein Hühnertrabi. Nee, aber nah dran. Trabi. Das ist der Scheunenfund hier. Das ist aber hier ein Borgfahrt, bisschen ein Leuen, Arabella. Hier steht auch drauf. Nein, Grunzi. Auch ganz geil, ne? Original hier einfach so stehen gelassen. Und noch ein Rabe. Du findest auch gut, die ganzen Pappviecher hier, ne? Ein Rabe noch. Aber der ist auch schwer zu restaurieren, der ist ziemlich geil, der Wagen. Der Hühnertrabi. Wieso ist der Trabi Hühnertrabi auch noch da drin? Hä? Weil die Hühner da draußen mögen. Das findest du gut, ne? Das ist eine Welt, ne? Und das ist ein ganz kaputtes Trabi. Das ist kein Trabi. Doch. Wenn ein Trabi so aussehen würde, dann wäre echt geil. Trabi Coupé oder was? Doch, guck. Was ist denn das? Der ist kaputt. Ja, aber deswegen ist er nicht gleich ein Trabi. Doch. Wir haben hier ein Porsche 924 Turbo. Das ist noch ein Träumchen von mir. Ich habe noch nie einen Turbo besessen. Ich habe einen S schon besessen. Ich habe schon ein Standardmodell gehabt und noch nie einen Turbo. Das wäre noch was. Aber unter 10 Scheine kriegst du keinen mehr. Zeiten sind vorbei. War ganz schönes Auto. Ganz schöner Zustand. Klimaanlage sogar drin. Geiles Radio da drin. Guck mal, immerhin das Auto. Sahne. Hanna ist überfordert hier, da ist zu viel Input. Was ist bei dir umgeschmissen? Das Ding da, der Plastik hat sich gerade umgeschmissen, hast du nicht gesehen? Aber wie ist denn das so ein Gewissen dabei? Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, da musst du mal ein bisschen aufpassen, Hanna. Guck mal, haben wir hier vorne noch ein D-Kadett. Das war auch noch so ein hier Opel-Projektkandidat. Da habe ich meine Augen eigentlich hauptsächlich nach offen. Noch einen billigen D-Kadett, einen bezahlbaren. Besten 1,4er, 60 PS oder irgendwas, mal gucken. Gott, Psycho-Baby. Boah, guck mal Bibi an. Psycho-Baby. Blauesten Augen ever. Guck mal, ein gepanzerter hier 600er S-Klasse. Wird immer Geld reinschmeißen. Was welche komischen Geräusche und das war's, aber egal. Tante Emma-Laden. Erwecken Sie den Tante Emma-Laden zum Leben. Einwurf, 50 Cent. Meinst du, die sind echt? Nee, die sind aus Wachs. Echt jetzt? Die sind nicht echt. Und noch einen roten Apfel dabei. Das sagen sie alle. Guck mal, das ist eine Scheune. Weich. Richtig geil gelöst hier. Riesending. Ein Pokal. Das ist ein schönes Auto, ne? Ist er gepanzert? Der Pokal. Was? Der da oben.
ein 12-Zylinder drin, 408 PS, 256.000 Mark Neupreis. Vorbesitz des Bundespräsidenten, nee, Bundesbankpräsidenten von Luxemburg. Das ist ein Schlitten. Alter. Hier, E30 Cabrio, 320, auch schon das Auto. Ascona A, Rennwagen, mal eben so, steht ja auch so rum. Mit Pokale. Weißt du, da steht ein Ascona A Rennwagen neben Goromobil. Weißt du, das ist ja das Geile hier. Was ist das für ein Motor, der da noch ist? Irgendwie ein Boxermotor, ne? Boxer, siehst du daran, hier ist die Kurbelwelle. Sind da links und rechts raus. Das ist auch so ein Anschauungsobjekt, oder nicht? Hier, Fahrschule. Und so ein Anschauungsobjekt. Hier, da sieht man die Ventile. Da sind die Kolben. Und wenn ich jetzt drehen würde, mache ich jetzt. Gruselig, sagt. Geht er noch? Ja. Guck mal, siehst du die Funktionsweise eines Otto-Motors? So, Kurve, der dreht sich unten. Auslass, Einlass. Ne, hier ist Einlass, da ist Auslass. Hier ist nämlich der Auspuff. Käfer. Geil, ne? Also so kannst du dich angucken. So steht hier halt so rum, weißt du? Finde ich echt ass rein. Gut, dann gehen wir noch da eben nach oben. Ist halt ein bisschen Spielzeug, sind wir auch schon durch. So riesig ist das hier auch nicht, aber ist immer mal wieder ein Blick wert. Oh, so alle Kröte da. Alter. Hinten stehen noch zwei Cadillacs. Ein Cadillac, ein Oldsmobile Tornado. Beide aber ziemlich ähnlich, weil die gleiche Plattformen sind. Und nochmal ein richtig komplett zerschossener Mercedes. Strich 8er. Hier oben haben wir mal so ein bisschen Spielzeugabteilung. Hier so Modellautos von Porsche. Alle möglichen Arten. 928er zum Beispiel, sieht man hier. Aufziehbare Modellautos. Und die kenne ich auch noch. Blechmodelle zum Aufziehen. Das ist nur gleich fertig. Müssen wir mal gucken. Hannah ist ein bisschen ungeduldig. Hey, der ist sexy. Den Pizza. Haben wir gesehen. Stimmt, der steht da unten, ne? Ja. Siehst du? Hier, NSU Ro 80, gekocht 160. Das finde ich auch gut. Na, aber ich habe keine 50 Cent mehr, leider. Das hätten wir mal ausprobiert. Den hast du leider für den anderen benutzt. Guck mal, den hast du ja auch, den Benz, ne? Ja, aber der ist nicht schwarz. Gott, die Figur ist auch ein bisschen Psycho. Für alte Puppen, ne? Die Jahre alt sind, dann werden die immer schlimmer. So vom Psycho-Blick her. Jetzt du guckst hier. Ja, das Kind ist geil. Guck mal, ein Backofen. Gott. Ein Backofen. Er wird ihn nass kommen und dich erwürgen. Ein Backofen, Papa. Wer ist er denn? Neil Nashorn oder was? Guck mal, das ist Michael von Lonneberger. Angehender Waldschrat. Hanna, komm bitte. Kommst du? Die alte Musicbox. Ey, noch ein Auto, der packt zu mir. Ja? Aber bitte nicht berühren, steht drauf, ne? Nur gucken. Nee. Gucken und nicht kotzen. Dieser cool. Der ist aber cool. Hier, KS50, Zündapp. Schöne Mopeds hier stehen. Also, ich habe mich überlegt, ich werde dieses Jahr noch ein paar Mofas wiederholen. Also, irgendwie was für die Ecke. Weil die werden nicht günstiger und ich glaube, ich spekuliere ganz gut, wenn ich jetzt Mofas kaufe. Denke ich wenigstens. Hier eine Florette. Vielleicht habe ich auch schon mal gehabt. Wie haben wir denn hier? Habe ich noch gar nicht gesehen. Da! Was quietscht denn da? Stimmt. Da hängt jemand von der Decke, ne? Was quietscht denn da? Ich habe gerade was quietschen gehört. Das warst doch du. Du quietschst doch immer, oder? Nein. Ach so. Hier, und das ist auch ein NSU Ro 80, hab ich gerade vergessen zu zeigen. Ist auch ein ganz geiles Auto, ist eines der ersten Autos, oder ist das erste Auto, was serienmäßig mit Wankelmotor produziert wurde. Hatte 115 PS und hier, ja, hat sich eigentlich relativ bewährt. Oh, die waren relativ offen, Arsch, aber sonst eigentlich fand ich nicht schlecht. Sand, Papa. Ja, Sand, haben wir hier, sind da Wracks hier? Das sind Schiffe hier, ne? Und Sand. Krass. Echt krass. Da ist schon jetzt echt viel Liebe drin, ne? Kannst sagen, was du willst. Die VW-Fahne haben wir auch da hinten. Da sind die Unterschriften drauf. Sonst hat man Bremen. Finger. Oder?
OSM TS Bremen, ja. Das steht nicht. Ist schon krass hier, oder nicht? Also ich finde den Laden, ich finde den echt. Oh. Finde echt gut. Vor allem, du kannst hier wirklich gemütlich gucken und hier geht auch keiner auf den Keks oder was, ne? Ja. Nee, das ist immer so ein, einmal im Jahr Pendelnerei. Aber öfters ist auch langweilig, ne? Aber du hast ja nach einem Jahr wieder alles vergessen hier. Aber ich will noch mal eine Olympia-Schreibmaschine. Die wird übrigens in Raufhausen gebaut. Ja. Mal eben so gesagt. Olympia-Werke. Bei uns gleich um die Ecke. Wurde, ja. Ja, nee, wird nicht. Ja, die Zeit sind vorbei, ne? Oh, das wäre Steffen doch schön, ne? Der hätte Opa noch Arbeit gehabt bis am Ende. So, oh, ist auch ein geiles Auto, ne? Toronado. Die kriegst du relativ günstig, diese Eldorado noch aus dem Baujahr, weil die frontgetrieben sind. Die waren nicht so extrem gesucht. Ja, und hier. Sieht man mal eben so hier das, wie soll ich sagen, das Verhalten eines Autos, wo man draufballert mit einem Gewehr. Alter, ich finde eine Kiste. Neue Generation, zack, zack, zack. Das ist eine Geschichte. Deutschen Herbst. Terrorismus. Eine Entführung. Schleier. Könnt ihr ja mal durchlesen. Das steht auch nicht, bitte berühren. Aber ist echt cool. Ja, den darfst du aber nicht berühren. Das darfst du nicht machen. Das sind nur Autos zum Angucken. Da genau. Löcher da. Ja. Ist doch vorne kaputt. Guck mal. Ja. Hier sieht man noch die Originalbilder, wie da hinten drauf gesammelt ist. Aber die ihn zerschossen haben. Der ist dagegen geknallt. Ist doch geil, war ein Zeitzeuger. Ich find das besser, als wenn das Ding wieder heil gemacht wurde. Das hier ist ein Museumstück. Und ein schönes Auto. Ach egal, das ist auch noch komplett drin. Vielleicht hat einer seinen Finger da reingemacht und ein Loch gemacht. Nee, so schnell geht das nicht. Da musst du ein bisschen mehr Arbeit für haben. Alter, die Puppe, ich hab Schreck, mir das Leben zu kriegen, wie die Puppe, die da hinten steht, mich so anlächelt. Alter, guck dir mal an. Die ganzen Scherben, die noch alles drin. Das ist schon ein paar Jahre her, ne? Heckscheibe wurde eingeschossen. Wir haben auch mal krass. Scherben in unseren Caddy gehabt. Das haben wir. Guck mal, Frau Schnucki. Krass, oder nicht? Echt krass. Bitte nicht berühren. Machen wir ja auch nicht, oder? Fahrzeuggestellnummer 2. Weil Autos berühren. Puma? Kenne ich gar nicht. Roben hergestellt. Sag mir gar nichts, das Ding, du. Aber 245 PS, dann musst du wohl gut laufen, wa? GFK-Karosse? Wurden 10 Autos hergestellt, weil sie zu teuer waren. Echt? Ja. Aufgrund des sehr hohen Preises konnten nur 10 Autos hergestellt werden. Weißt du, wie das Ding aussieht? Vom Aufbau her? Für den hohen Preis? Das sieht auch wie so ein Kit-Car auf Käferbasis, ne? Guck mal, wie der aufgeht. Wie ist das? Einzige in Deutschland bekannte Exemplar des Autos trägt die Fahrgestell Nummer 2. Nicht schlecht, Herr Specht. Hochwertig, wie gesagt. Na, wenn du mal so preiswertig, dann hast du auch einen Käfer umbauen können, das Kit-Car. Aber ist schon interessant. Aber so hochwertig, wie gesagt, Verarbeitung kannst du vergessen. Guck mal, haben sie so ein Tacho reingedrückt und dann tüdelt da wieder raus und dann weiß ich auch nicht. Guck mal, und die Zylinder haben sie auch mal eben nach Gurkenprinzip abgestützt. Hat Tina gerade schon gemeint. Ach, guck mal, rote Ampel und grüne Ampel. Wo? Wo denn? Wo ist rot? Ach so. An diesem Auto dran. Mhm. Ist halt ein Elektromotor vorne drin, der ist selber gebaut, ne? Was ist denn hier? Hinterm Deich in die Welt. Da ist schön. Reifen drin. Das sind Reifen. Nordsee beherbergt viele Einzelstücke. Das ist auch ein geiles Auto, ne? Fährt auch noch was. Aber ein STS, der Nachfolger, der zwei Modelle danach kann, der interessant. Reifen drin. Oh, das Nordstar V8, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Die fliegen dauerhaft auseinander, die Scheißdinger. Und sind eine Wartungshölle. Guck mal, der wird aufgehängt und dann kann da niemand. Gehen. Der ist jetzt dauerhaft da oben. Der wohnt da oben. Den gibt es hier einmal so ein bisschen Fisch hoch oder was. Hier gleich von der Küste da vorne und da ist das gut. Nee, da ist ein bisschen Dreck da oben drauf. Ach, geht aber noch. Also der findet hier nicht. Also der muss jeden Tag immer die ganzen Dinger abwischen. Ne? Guck mal, da unten sind die ganzen Reste von der Scheune. Das hat eine Scheune. Das hat das Geile daran. Na gut. Das war für ein Automuseum Nordsee. Nur mal eben so vor euch. Ne? Weil ich hab gedacht, das zeige ich euch mal eben. Ich bin vorher schon mal so durchgelaufen. Aber das ist halt immer wieder ein Blick wert hier. Gut, deshalb Bescheid. Montag.